Im Autotest Schwaben Gebrauchtwagencheck haben wir ein Fahrzeug, ja, eigentlich auch schon wieder ein Oldtimer, Youngtimer, der Volkswagen Jetta, wie er gebaut wurde, von 1984 bis 1992, also die zweite Jetta-Serie. Der Jetta 1 kam 1979 bereits auf den Markt und wurde bis 1984 produziert, glaube ich sogar in Wolfsburg. Der Zweier Jetta kam dann im Februar 1984 zunächst als 1,3 mit 55 PS. Es gab dann noch eine 1,6 Liter Variante mit 75 PS und eine 1,8 Liter Benziner Variante, die hatte 90 PS. Natürlich gab es Dieselmodelle. Es gab einen einfachen Diesel mit 54 PS und einen Turbo Diesel mit satten 70 PS, was damals relativ gut war. VW bot den Jetta als Zweitürer und als Viertürer an, wobei der Zweitürer relativ selten ist und wird heutzutage häufig als Jetta Coupé im Internet angeboten, was falsch ist. Ja, es gab ihn wie gesagt als C, CL und GL. Hier haben wir einen GL aus dem Jahr 90, der hat dann schon diese großen GL-Stoßfänger. Früher gab es noch Stoßstangen, einfache Stoßstangen. Und hier gab es bereits die ersten Stoßfänger beim Jetta. Hier haben wir eines der letzten Modelle, der letzten beiden Serie. Das Fahrzeug ist aus dem Jahr 90 und hat bereits 222.000 Kilometer auf der Uhr, was durchaus nicht selten ist. Es gibt aber auch häufig Modelle, die haben dann erst weit unter 100.000 Kilometer. Ich habe schon Fahrzeuge gesehen, die haben original 28.000 Kilometer herunter. Die typischen modellspezifischen Facelifting-Merkmale ab dem August 1987, da gab es neue Spiegel. Das sehen wir hier, diese neuartigen Außenspiegel. Da fiel dieser Fenstersteg hier weg und es gab etwas größere Außenspiegel beim Jetta. 1990 gab es dann diese neuen GL-Stoßfänger beim Modelljahr 90. Ja, und es gab natürlich auch zahlreiche Farb- und Felgenänderungen immer mal wieder beim Volkswagen Jetta. Das Topmodell beim Jetta war der GTX, der leistete 139 PS mit dem GTI-Motor, auch relativ selten. Tja, die Stärken und Schwächen des VW Jetta. Zu den besonderen Stärken zählt natürlich die perfekte Rostvorsorge. VW, wie beim Zweier Golf, wurde hier die Hohlräume mit Heißwachs ohne Ende geflutet. Dann hatte der Jetta eine solide Verarbeitungsqualität. Der Jetta war ein unheimlich zuverlässiges Auto, hatte sehr gute haltbare Motoren im Benziner- und Dieselbereich. Hier gab es kaum Probleme. Dann natürlich geräumiger Innenraum mit toller Verarbeitungsqualität. Hier sieht man es deutlich bestens hochwertig. Es gab einen unheimlich großen Kofferraum, der 550 Liter fasste. Beim VW Jetta braucht man eigentlich wenig auf Rost, wie gesagt, achten. Bremsleitungen sind hauptsächlich auch rostfrei. Es gibt wenig Ölverlust an Motor und Getriebe. Auch hier wenig Probleme. Zu den kleineren Schwachstellen beim VW Jetta. Man sollte die Abgasanlage, vor allem den Endtopf, überprüfen. Durch Kurzstrecken geht er dann frühzeitiger kaputt. Dann sollte man beim VW Jetta natürlich ab und zu auch auf Rost achten. Obwohl die Fahrzeuge gut geschützt sind, kann es natürlich am Kanten zu ersten Roststellen kommen. Es gibt auch durchgerostete Jettas, ungepflegte Modelle, ganz klar. Ja, bei älteren Fahrzeugen, wie gesagt, Checkheft überprüfen. Wenn ein Fahrzeug extrem wenig Kilometer hat, sollte man natürlich auch das Checkheft überprüfen, ob diese Kilometer wirklich dem Zustand des Fahrzeugs entsprechen. Ja, es sind wenig Schwächen, die der Jetta wirklich, wenig ernsthafte Probleme, die dieses Auto hat. Deshalb bekommt der VW Jetta von uns am Ende auch eine 4,5 Sterne Bewertung von 5. Das ist eine Top-Bewertung und immerhin ein besonders empfehlenswert.